just like before. So take it easy. So, wir sind endlich angekommen. Nee, du musst sagen, Servus Leute. Servus Was Leute. Wir sind auf Kroatien. Wir sind endlich angekommen bei Enduro Croatia. Kroatien. Wir ziehen uns jetzt um. Da unten stehen schon die Motocross bereit und gebt euch mal die Landschaft. Schaut. Richtig geil aus. Perfekt zum Enduro fahren. Stehen die Maschinen. Das glaube ich immer mal. Freddy! Jo! Guck mal meine Sache. Mit Massagefunktion während der Fahrt. Wir haben uns jetzt soweit angezogen. Die Motocross-Maschinen stehen bereit. Wir sind echt mal gespannt, wie wir uns schlagen. Also es hat jetzt vorhin echt gepisst. Wird also ein bisschen nass sein alles, also ein bisschen schwerer. Aber wir schauen einfach mal, wie wir uns schlagen. Alter, Leute, ich habe schon wieder das Gefühl, ich sitze das erste Mal auf so einem Ding drauf. Ja, Mann, ich auch. Wie geht es denn? Ich krieg nicht mal einen Leerlauf rein. Ich krieg kaum die Knie hoch. Wir gehen die überhaupt an? Kupplung ziehen. Ja. So, ihr Schlangenhälse, auf Weg, ich hab grad Rennen. Oh, wow, 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 50, das war ja schon krass unterwegs, krass. Oh Gott, ich komm nicht mehr an, glaube ich. Ich auch nicht, das fühlt sich so komisch an. Ja, also ich glaube, in der Fahrschule habe ich mich besser gefühlt. Ich auch. Oh, geil, voll slippery. Oh, Alter, das war knapp. Das wäre schon wieder der erste Fail gewesen bei mir. Alter, ich hätte richtig pappelt, ne? Aber richtig geil hier, ne? Ey, hier stört einfach keinen Schwanz, was du hier machst. Das ist so lustig, weil man weiß eigentlich überhaupt nicht, wie man sich jetzt schlägt, ne? Aber ja. Nee, gar nicht, Alter. Man schaut jetzt einfach mal, was passiert. Jungs, ich hab einen Joghurt im Rucksack, ne? Ja. Hey. Oh, Reimchele! Und aufs Maul. Der lag schon fast. Vorderer Rutscher gehabt. Jawohl. Oh, fuck, Alter. Alter, woher? Alter. Schaff ich nicht, oder? Bin schon völlig falsch anfahren. Kann man da auch rechts lang? Fuck. Alles geht aber. Jo, so. Ey, tschüss, guck ich hier, also, vor allem warum im Stehen, das muss man doch im Sitzen machen. Du musst einfach eine Geschwindigkeit, versuch eine, genau, passt doch. Ja, pass. Nur bei mir. Fahr vorbei. Passt doch. Jetzt alle. Aber übelst geile Strecken, oder? Ja. Alter Vater. Guck mal da. Alter, der fährt da einfach im Stehen runter. Ja, kannst du auch im Stehen, musst halt das Gewicht verlagern. Aber wohin? Trotzdem erstaunlich, wie gut man eigentlich durchkommt, ne? Ja, aber so großen Reifen, jede schon. Also das meiste findet echt irgendwie im Kopf statt. Ja, einfach fahren, ne? Einfach fahren, denke ich hier, wir fahren eine Runde Most, neue Männer und Postgeld. Neue Männer. Moin. Sag mal, ihr müsst dürfen. Ist der Guide überhaupt noch da? Ja, der macht Frühstück. Der ist schon mal vorgefahren. Boah, Alter! Ferne mir gegen den Lenker. Ja, gut. Ey, keine Ahnung, wo der Typ ist.
Aber schon geil, ey. Irgendwie hat schon was Enduro fahren. Ja, das einzige Problem ist ja, dass man in Deutschland halt so gut wie null Enduro fahren kann. Also legal. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier legal ist. Das ist auf jeden Fall am Arsch der Welt. Ja. Seid ihr noch alle da? Ja klar, ja, ey, sau geil. Ich hab keine Zeit zum Reden, ey. Ui. Ah, fuck, das ist. Ja, sorry, Alter, da war auf einmal eine riesen Treppenstufe. Ah, rüberkommen, als ob ich gewesen wäre. Wie einfach eigentlich das da geht, ne? Ja. Warte kurz. Oh. Ich glaub, du musst. Weißt du eigentlich, deine raucht? Oh. Was ist denn bei euch los? Is this a normal track you ride for enduro riders or for experienced enduro riders? In the middle. So we are not that bad. Okay. Oh, bitte. Da lag er. Ich habe gerade noch irgendwas erklärt, wie man fahren soll. Machst du das rein oder? Ja, ich mag es. Also ich bin schon zweimal im Stand hingefallen jetzt. Alter, das ist aber auch rutschig spießig. Die Tipps von dem Tourguide, die waren echt super. Und da sieht man mal, was das im Gehirn alles ausmacht, wenn man einfach nicht auf die Hindernisse schaut. Einfach fährt, ne? Einfach fährt, nicht auf die Hindernisse. Boah, schön. Einfach fährt, nicht auf die Hindernisse schaut und locker bleibt, ganz locker, geschmeidig. Genau. Und Bein mit dem Oberkörper, denken, ne? Genau. Die Beine. Zwei Hände an den. Mit den Füßen kann man an Pedalen unten ein bisschen die Richtung lenken. Geil, stimmt, ne? Echt geil. Oh oh, jetzt sitzt er da. Ah, ne, es geht. Oh, es geht. Bitte nicht stehen bleiben, bitte nicht stehen bleiben. Ui. Bitte fahren Sie jetzt weiter. Oh, ich bin Fußball. Ja, alles gut. Da hat man wenigstens Grip. Freddy, bleib ja nicht stehen. Warte mal. Nein! Leute! Ja! Da hoffe ich gerade mal! Mann, ey! Hat er wieder einen Unfall gebaut? Der Weg war ein Baumschutzwerk weiter runter. Geht's? Ja klar. Na, gehen tut's nicht, grad liegt's. Also ich bin irgendwie erstaunt über mich selbst. Ja, ich finde auch, es geht erstaunlich gut. Ich hab gedacht, ich komm da gar nicht hoch. Ist so lustig wie seine Quallen, da meint man mal, es geht gleich in Flammen auf. 50 on fire. Oh, das sind voll die Baumstumpfe, ich muss aufpassen. Ja. Hört ihr mich bitte? Kratzend. Wir hören die Schnauben auf jeden Fall. Ja. Sprechen nicht. Bist du nicht mehr? Mehr das? Ja, ne? Ja. Ich treib dir am Hinterreifen. Habt ihr alle Laptimer angeschalten? Ja, ich bin 5 Stunden 13 gefahren. Ja. Müssen wir morgen besser machen. Boah, immer durch, ne? Geil. Boah, Alter, toll. Oh, bitte. Alter, der haut mir einen Felsbrocken gegen so. Sorry. Sorry. Nice. Ich bin's, der Reifenwechsler. Hey Bims, der Freddy. Vom Ausdruckgewicht her. Guck hier, Alter. Boah, wenn man hier bremsen will. Ja, muss halt langsam bremsen.
Weißt du, was ich meine, Mädels? Ja, ja, schon klar. Das war's. Hätte ich da jetzt stehend so ein bisschen in die Kurve reingebremst, dann wäre mir das Vorderrad eingeklappt. Ja, aber das geht dann einfach nicht. Ne? Du hast da einfach nicht den Vorderradgriff wie auf einer Straße. Und hier vorne der Frikadelle-Auto fährt hier rein, als wäre nichts. Frikadelle-Auto kennt sich auch aus und hat Erfahrung. Boah. Das ist wieder so ein Balance-Ding, da muss man einfach Gleichgewicht haben. Ah, ey, du darfst manchmal nicht so abbremsen. Ich habe das Gefühl, dass es dann irgendwie eher schwerer wird. Ja, ja, ich weiß. Eher so ein bisschen laufen lassen und nicht so drauf konzentrieren. Wenn es sich legt, dann legt sich schon, da musst du nicht aufpassen. In dem Moment, wo ich bremse und langsamer werde, mache ich es mir nur schwerer. Und jetzt würde ich aufstehen sogar. Ja, ja, ich weiß. Fast gerade hinkraut. Jungs, guck mal. Von unserem Tourguide das Hinterrad, wie das eiert. Boah. Ja, aber uns ja auch. Geil. Meins eiert aber auch irgendwie. Ja, du musst da rechnen, da ist so wenig Luftdruck drin. Ja. Jawohl. Geil. Ey, am Anfang hätte ich das nicht hingekriegt. Da hätte ich auch dafür Angst. Ja, guck mal, einfach Kupplung am Schleifpunkt und schön nach vorne. Jetzt Kupplung am Schleifpunkt ist nicht, oder? Also ich. Doch, ja, genau. Zweiter genau Gang. Punkt, wo sie kommt. Zweiter Gang leicht Kupplung, zweiter Gang leicht Gas. Ja, ja, aber wenn du die Kupplung nicht ein Stückchen angezogen hältst, dann. Ich werde wieder sauber. Probier das mal, Kupplung direkt am Schleifpunkt. Dann macht er nur die Kupplung kaputt. Ja gut, das ist ja. Ja gut. Ja gut, das ist ja nicht mein Problem. Ja gut, Wir müssen gleich mal. Geil. Boah. Das wird schon tief. Also hier absteigen. Ja, also Stiefel an. Hat er eine Zweitakter? Ja. Ah. Zwei Takter sollte für den Enduro-Bereich schon geiler sein. Die zweite noch ein bisschen leichter. Quelli hat auch eine Zweitakter für Enduro. Echt? Ja. Boah. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Machst das super! Ja, danke! Und Willi! Boah! Geil, Alter! Und da haben wir uns vorhin noch so schwer getan! Ja, das geht schon auf die Unarme, finde ich. Ja, das voll, weil du dich mehr festhalten musst irgendwie. Ja. Versuch die Unarme locker zu lassen. Denk, ihr habt ein Taubenbaby am Lenker. Das dürft nicht zugepackt werden. Taubenbaby? Ja, denkt euer Lenker ist so ein Taubenbaby und das kriegt keine Luft, wenn er zu fest zupackt. Mach das alle Taubenbaby in meiner Hand. Ja, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Ja, geil. Läuft richtig. Boah, läuft nicht mehr. Oh shit. Alter, das wäre sogar fast zu weit gewesen. Wow. Geil, Alter, macht das Bock. Ja. Boah. Ey, so chillig. Ja, so viel Staub in der Lunge. Ja, was soll ich da sagen nach dem Päckchen Marlboro-Menthol? Männer, ist das geil, ey. Ja, Mann. Boah. Alter. Geil, Männer, ist das geil. So, hier kann man schön mit den Beinen lenken, jawohl. Alter, guck mal, wie wir auf einmal abgehen. Ja, das ist aber auch echt die einfache Piste. Ja, und aber trotzdem, das hätten wir vorhin nicht so gemacht. Nee, aber vorhin war schon noch krass. Also da war eine Strecke dabei. Und vorhin noch nasser, ne? Ja, ja. Nach hinten legen. Nach hinten legen. Und ja, genau. Du hättest dich noch mal ein Stückchen mal nach hinten lehnen müssen, glaube ich. Ja. So richtig mit dem Arsch auf dem Fender. Ja, ich hätte mich nochmal stillstellen müssen. Das ist lustig hier. Wow.
Da war die Kurve zu eng. Mein Arsch ist voll nass. Bei mir ist alles nass. Ich hab voll die Soße am Sitz. Chantal, heul leise. Oh, Shanti. Oh, leck, so geil. Ein Bild für Götter. Es wird fast ein bisschen kalt, ne? Ja, ich find's angenehm. Ja, ja, gut. Jetzt müssen wir erstmal wieder warm werden. Das stimmt, ja. Richtig nice. Jawohl. Jetzt komm ich. Ich glaub, das ist so viel Gas, oder? Oh, wow, wow. Ja, war fast. Geil. Wenn hier jetzt noch schön Wasser fließen würde, ne? Ja, Hammer, ey. Alter. Ach du Scheiße. Alter, geil, schaut mal da runter. Fuck. Ja, warte. Oder wir fahren mal durchs Wasser. In welchem Gang bist du da hoch, du alter Lümmel? Ey, das ist doch einfach, glaube ich. Ja, ja. Aber schaut bitte mal da runter. Schalalala. Die schmeißt dich jetzt gar nicht hin. Schalala in dem Oh. Alter, jetzt habe ich ein Problem. Alter, schau mal her. Oh shit. Schalala in des Arm. So, das war der zweite Tag bei uns in Kroatien. War richtig geil, hat richtig viel Spaß gemacht hier in Kroatien. Überall geiles Wetter und geile Landschaften. Vielen Dank nochmal an Enduro Croatia, die haben uns die Bike zur Verfügung gestellt. Hat definitiv Spaß gemacht. Kann es jedem empfehlen. Ich glaube, Enduro fahren in Kroatien ist wirklich das Geilste, was man so machen kann. Jungs, danke. Enduro technisch. Muchas gracias. Wir gehen jetzt erstmal essen nach Reka. Wir fahren jetzt direkt wieder nach Reka, weil morgen steht ja wieder Go-Kart fahren an. Bin schon ganz durch. Lass ruhig, alles gut. Morgen fahren wir ein bisschen Go-Kart oder Pitbike. Weil morgen ja wieder Pitbike fahren ansteht. Und genau, wir gehen jetzt erstmal was essen. Bis gleich.